ihr jetzt willkommen, liebe Freunde, zu Fuck, Cancel, Kill! Unsere heutigen Gäste sind das Traumpaar am Podcast-Himmel. Heute wollen wir uns nicht nur Mitgliedskarten für den Sunset Club erschleichen, sondern mit dem folgenden Spiel auch uns 0,3 mm näher Richtung Grimme-Preis schieben. Macht einen riesengroßen Applaus für Sophie Passmann und Joko Winterscheid! Danke für die Anmoderation. Man kreuzt natürlich, yay. Ja, ja. Bei diesen Temperaturen muss man dehydriert sein. Hydriert. Stark. Oh, ist mir ganz toll. Ich habe so eine Luftblase mit eingetragen. Oh. Ja, Kommentar des Tages und zwar von Peter Zwegert 9917. Viele Grüße an dieser Stelle. Und zwar hast du kommentiert unter Was nervt mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Schade, dass es für viele mittlerweile unmöglich ist, andere Meinungen zu tolerieren. Nur weil die FDP Mist ist, muss man die Frau doch nicht verteufeln. Ich finde die FDP-Dino ganz sympathisch und auch lustig. Gerne nochmal einladen. Ein Boxkampf zwischen ihr und Amthor wäre nice. Das unterschreiben wir natürlich. Kommentiert gerne. Ist das gefährlich, wenn ich damit klatsche? Gefährlich? Gefährlich. Gefährlich? Nein. Hier ist nicht gefährlich. Hier ist nicht gefährlich. Nein, nein, ist gefährlich. Meinst du, dass du dann aus der FDP geschmissen wirst? Satirischer Raum hier. Ah. Was hier passiert, ist Satire. Wir spielen heute ein tolles Spiel mit euch beiden, habe ich ja schon angedeutet. Fuck, Cancel, Kill. Spielregeln sind einfach wie genial. In jeder Runde stellen wir euch drei Personen vor und ihr müsst sie dann quasi im Endeffekt im Anschluss einordnen. Fuck, Cancel oder Kill? Dürfen wir ganz kurz noch eruieren, dass Fuck ist im Sinne Geschlechtsverkehr. Von Geschlechtsverkehr. Okay, dann hätte er sein nice. Genau Arschloch oder so. Nein, wir sind jetzt in einer internationalen Show und deswegen ist Fuck ist ein Word for, wie sagt man in Deutsch, Ficken. Und ihr spielt natürlich zusammen. Ihr seid ja Podcast-Pärchen, ihr spielt zusammen. Hä? Moment, aber das heißt, wir spielen zusammen, das heißt, wir müssen uns einigen. Ja, ihr genau. müsst einigen. Oh. Fuck. Ach so. Ah. Oh, ja, ja. Okay. Das ist natürlich auch der Thrill. Runde 1. Ich wäre so gern mit euch in der Schule gewesen. So, Runde 1. Du oder ich? Ich? Einigen? Okay. Du guckst immer so rüber unter glasigen Augen. Bereitet ihr euch vor? Merkt man doch. Frage ich einfach so aus Interesse. Doch, das ist vorbereitet. Eine Art Stil. Also wir sind ja quasi eine Familie jetzt. Ich bin das schon auch. Ich bin jetzt mit anderen jetzt Augen hier. Jetzt siehst du, was du eingekauft hast. Wir haben extra was für dich ausgekauft. Fettfisch! Runde 1. Ist denn die Tinte schon trocken? Fragst du dich gerade. Ja, die ist schon beim Notar gewesen. Da kann nichts mehr passieren. So, also. Das sind alle Statisten. Da hat er Handyvideos geguckt. Ja. Beim Notar hat er nur Handyvideos geguckt. Hat der Notar nachher gesagt. Also der eine von den beiden hat die ganze Zeit nur am Handy gehangen. Das kann jetzt Notar gewesen sein. Das kann nicht gewesen sein. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie beim Notar sitzt und es gar nicht versteht, was da gesagt wird? Nee. Okay. Aber gut, dass du mit so einem Geschäft machst, auf jeden Fall. Also, Runde 1. Dieter Bohlen, Alice Weidel und Office-Assistent Clippy die Büroklammer. Fuck, cancel, kill. Also wir canceln natürlich Alice Weidel, oder? Das ist ja wohl keine Frage. Ja. Wie ist Dieter Bohlen wohl im Bett? Der hat ja mal einen Penisbruch. Also wenn du dich auf Dieter Bohlen verständigen würdest, ich fände es aufregend. Aber dann müssten wir Clippy heiraten. Nee, töten. Nee, töten. Kill. Ach so, ich. Kill heißt nicht heiraten. Ich dachte, ihr hättet aus öffentlich-rechtlichen Gründen das Kill mit Cancel. Nee, das ist Fuck Cancel. Wir bleiben Raudis. Ach so. Nee, dann lass uns Alice Weidel töten natürlich und Dieter Bohlen canceln und Clippy ficken. Oh. Einloggen? Einloggen. Oder nicht? Ja. Ich war mir nicht sicher, ob. Alex Weidel töten, das ist ja quasi, da bekämpft man sie mit ihren eigenen Waffen. Ja, vor allem, ich habe gerade gemerkt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diesen Sommer mal shitstormfrei zu sein. Das ist hiermit vorbei. Eingeloggt ist eingeloggt. Ich hatte noch nie einen. Oh. So, Runde 2. Fuck, Cancel, Kill. Montana Black, Rezo oder Papa Platte? Papa Platte ist ein großer Freund dieser Sendung. Grüße gehen raus, Papa Kevin. Papa Platte? Ja. Der ist auch jetzt bei Seven Ways Wild mit dabei. Kennst du das? Ich wollte gerade sagen, was ich hatte keine Zeit und Vertrag. Ich hatte keine Zeit und einen Vertrag mit ProSieben. Wir haben beides nicht. Wir haben beides nicht. Also ich habe Daddy-Issues, deswegen würde ich sagen, Papa Platte, erstmal Mary. Es gibt ja kein Mary, es gibt nur Fuck, Cancel, Kill. Also Papa Mega Platte, gut in dem Spiel. Aber Cancel, Kill wird dann schwer. Montana Black, Kill, einfach weil es eine krasse Herausforderung wäre. Ich glaube, das wird nicht leicht werden, den zu töten. Ist der stark? Mit seinem Lambo fährt er die Nein, nein, aber das wäre so eine geile, das wäre so eine richtig, eigentlich wäre das ein 90-minütiges, ein richtiger Spielfilm, wie es nur darum geht, wie wir versuchen, Montana Black zu töten. Das könnte auch, eine Idee sein. Vor dem Shitstorm habe ich viel mehr Angst. Als ja, das heißt, die Ironie ist, die mögen es auch Satire, gerne. Satirischer Raum. Ja. Und vielleicht Rezo canceln, weil er hat ja sonst... Ja, Rezo wird wahrscheinlich der Einzige sein, der niemals gecancelt wird, weil Rezo leider Gottes immer den Nerv der Zeit mit großer Treffgenauigkeit die Wahrheit ausspricht. Ihr macht es euch aber auch Fuck. Leicht. So, wir sind bei Fuck. Fuck, Papa Platte oder wie okay. der heißt. Okay. Nicht Peter Platte, Papa Platte. Papa Platte. Kevin heißt der. Sieht er nett aus, ist der nett? Der ist total nett. So, Cancel. Rezo.
Ja. Du willst Rezo canceln, sorry. Ja. Ja. Und dann willst du Montana Black umbringen. Maul, ja. So. Ja. Weil es spannender ist. Und kill der Monte. Der Monte. Ja. Wie lange kennt ihr beiden euch eigentlich schon? Also ihr macht ja einen Podcast zusammen. Wie viele Folgen haben wir jetzt aufgenommen? Sieben? Sechs? Dann kennen wir uns seit 7 Folgen. Vorher noch gar nicht? Doch, bestimmt, oder? Ja. Na, ich war schon oft bei Joko und Klaas gegen ProSieben, der hat mich aber nie begrüßt, wirklich mit dem Arsch nie angeschaut. Ja. Typisch. Und war immer so, Sophia, ja, okay, cool. Und dann, wir treffen uns gleich. Sandra. Und dann, Sandra, genau, Sandra Passmann. Meistens habe ich Hi gesagt, weil ich ihren Namen nicht wusste. Ja. Und dann war es um uns geschehen, als wir die Möglichkeit hatten, Geld miteinander zu verdienen. Oh. Ich finde es aber voll schön, dass wir jetzt auch zusammen solche Termine hier machen. Cool, weil das ist ja kein Termin, das ist ein Event. Nee, das ist für mich so ein Termin. Für mich ist das ein Termin und der ist eine halbe Stunde gescheduled. Ich sollte jetzt ein bisschen Gas geben, weil ich habe meinen Tisch reserviert. Okay, aber ihr versteht euch gut, der Podcast läuft ja super, also das, was ich gehört habe, war schon mal sehr gut. Läuft, das freut uns. Ihr wart ja sogar Teil in einer Folge, ja, genau. Wo ihr euch einfach dazugesetzt habt, ihr Arschlöcher. Ich schwöre euch, wenn die Situation entsteht, die wir privat haben, weil es immer noch so ein bisschen so dieses Gefühl ist, da ist ein Mikrofon und Leute hören zu, das macht ja, weil du, die Situation, einen Podcast aufzunehmen, ist krass anders als hier. Hier checkst du, da sind Leute um dich herum, hier sind Kameras, es ist alles ganz anders. Beim Podcast sitzt du da und redest in einem Mikrofon und man ist immer verleitet, sehr schnell, sehr privat zu werden. Mhm. Das möchte ich aber nicht werden. Okay. Aber ich würde gerne die Stimmung, die wir haben, wenn wir uns dann privat kurz vor der Aufnahme unterhalten, wenn wir das irgendwann hinbekommen, das im Podcast zu erzählen, was wir erzählen wollen und gleichzeitig die Stimmung zu haben, das ist, glaube ich, wenn das passiert, zieht euch warm an. Das kriegt ihr aber hin. Joko, du hast ja die Podcasts quasi erfunden. Damals hast du ja schon Podcasts gemacht, da hat noch sieben kein Felix Lobrecht vor das Mikrofon gespuckt. Wir hatten 7 Folgen in den Top 10 gleichzeitig. Boah! Joko und Paul hatten 7 Folgen in den Top 10 gleichzeitig. Mit alle Wege führen oder nach Ruhm. Wie lange kennen wir uns eigentlich? Seit 2013? Da war die wirklich noch klein. Da haben wir abends zusammen, weiß ich noch, an diesem Stehtisch in diesem Hotel gesessen. Das war kein Stehtisch, das war ein Restauranttisch. Wir haben gesessen. Da kam der Glöckler vorbei. Ja, der Glöckler mit seinem... Stimmt, der Glöckler sei da! Und du warst einmal in unserem ersten Studio von dieser Sendung. Und da waren wir irgendwie noch voll verkatert. Und das hast du irgendwie bis das heute nachgetragen, dass wir da verkatert waren. Ja, komisch. Waren. Ach, hallo. Freut mich, euch kennenzulernen. Joko Winterscheid. Hallo, guten Tag. Ja. Shelter. Hallo. Du bist ja noch total besoffen. Guck mich nicht an, meine Brille reflektiert. Ja, Joko, dich gibt's ja wirklich. Du ja. Habt ihr euch überhaupt vorbereitet? Wir haben es vorbereitet. Wollen wir mal kurz darüber reden, wie die letzte Nacht verlaufen ist bei euch beiden? Letzte Nacht war toll. Weißt du doch, wann seid ihr denn? Boah, du stinkst. Ihr wart nicht vorbereitet. Komisch, da komme ich extra für euch nach Köln. Ja? Das war wirklich so, ne? Ich bin extra für euch nach Köln gekommen und dann haben die mich abends, hast du mir, glaube ich, noch eine Sprachnachricht. Wir haben besoffen, wir waren auf so einem Filmpreis. Haben, wir haben die ja, und dann meinen sie, es tut uns voll leid, wenn es morgens später wird, aber es ist so hier. Und dann saß ich da, du warst ja auch schon da. Und wir saßen und haben auf euch gewartet und dann kamt ihr wirklich rein so, oh nee, ey, wir sind so durch. Aber es wird super, macht ihr keine Sorgen. Und ihr habt wirklich, ihr habt da nebeneinander gesessen und heute ist er hier. Wir waren noch total blass. Joko Winterscheid. Und es war so richtig, lange haben wir versucht, diesen Termin diesen Termin zu finden, nicht hinzubekommen. Und dann wart ihr einfach... Warst du sauer oder enttäuscht? Ich war beides. Ja? Ja. Ich habe euch für... Das Schöne an euch ist ja, ihr wirkt so unfassbar unprofessionell, seid aber krasse Profis. Okay. Und, Das hat Ihnen noch nie jemand gesagt. Das ganze Team gerade so fragt. Ja. Alle Hintergrund so, hör, wovon redet der? Joko ist so leicht zu beeindrucken. Ja, ich habe auch heute, als wir ankamen, weil wir waren schon ein bisschen früher hier als ich, habe ich gesagt, wo sind die beiden denn? Die sind im Büro. Die sind also bestimmt schon seit 9. Ja. Die waren ja wirklich seit 8 sogar im Büro. Die waren seit 8 schon im Büro. Habt ihr gegoogelt, Joko Winterscheid. Aber cool, ein deutscher Moderator. Nee, Joko Winterscheid Reddit googeln, um zu gucken, ob was da so Interessantes kommt. Gut, Runde 3. Ja. Das Krümelmonster, Günther, das Borussia Mönchengladbach-Maskottchen und Mark Terenzi. Fuck, cancel, kill. Sophie, kennst du Günther? Günther. Weil ich Fußball ist mein ist Leben. Gaul. Ist ein Fohlen. Oh, gut, dass er das gesagt hat, weil ich wollte aus Solidarität mit deinem Verein, wollte ich sagen, ich will Günther bumsen. Ja. Aber das wäre auch das Einzige, was geht, weil bei Cancel Kill kann ich nicht machen, das geht nicht. Ja, also Cancel Kill müssen wir da ausschließen, weil wir können einfach nur... Also vögeln wie ein Pferd. Ja, absolut. So, wer wird gecancelt, wer wird gekillt? Ich würde an eurer Stelle wirklich Mark Terenzi canceln, weil der geht mir tierisch auf den Senkel. Ja, wir müssen das Krümelmonster töten. Ich hatte einen meiner ersten Jobs bei Mark Terenzi. Nee! Doch! Hä? Mit 14 oder 15 habe ich im Europa-Park Rust, da hat er seine Halloween Mark Terenzi Horror Nights gemacht, da habe ich als Zombie gearbeitet.
Aha. Brauchst du kein Make-up? Warte, ich nehme ihn euch ab. Hast du ihn noch kennengelernt damals in den Barack? Der ist voll nett, glaube ich. Der ist ja so groß, ne? Ist ja wirklich so. Der war plötzlich so. Der ist so voll groß. Nett, ne? Glaube ich. Ja. Okay. Also, wir bringen Mark Terenzi um. Jo. Und wir canceln das Ding. Also, ich bin genau, bin da genau wie du, aber. Oh. Ja, auf jeden Fall. Genau das machen wir. Gut. Kommen wir zur nächsten Runde. Und zwar von einem persönlichen Favoriten von mir: Bert Wollersheim, ja? Aha. Dem deutschen Puffkönig, Markus Lanz und Benny Wolter. Fuck, cancel, kill. Jetzt bin ich mal gespannt. Will mich euch hingeben. Okay, wollen wir. Bert Wollersheim ist ein Name. Cancel. Okay. Kill Markus Lanz. Okay. Okay. Und dann, du bist ja ein Romantiker, das passt ja, glaube ich, ganz gut. Ja, ich arbeite sehr gerne mit Erdbeeröl. Ich finde auch gut, wie Benni am Anfang aus Scham nur Joko anschaut. Und ja, genau, wir machen jetzt hier so ein Sex-Bit. Guck mal, das ist schüchtern, Sophie. Ich kann das nicht so. Das ist ein Spiel. Was? Das ist ein Spiel, das wird nicht passieren. Das ist ein satirischer Raum gerade. Sagst du, wir fahren mit der Bahn nach Hause. Satire-Termin ist das. Wir fahren zusammen mit der Bahn gleich noch nach Hause. Ja. Nicht, dass du anfängst, mich zu befummeln. Aber mal ganz ehrlich, du hast ja gesagt, du fährst mit uns mit der Bahn zurück. Wir sind schon mit Kai Pflaume Bahn gefahren. Und du willst mit uns zurückfahren, ganz normale Fahrt. Du bist ein ganz normaler Mensch. Ja, im echten Leben so groß. Ja. Sollen wir dir eine Kappe ausleihen oder sowas? Ja, wir haben mir das Sprachnachricht geschickt, aber wir fahren Regionalexpress. Nee, RE hast du gesagt. RE, ja. Du hast doch extra so einen Terminus eingebaut, um zu checken, ob ich weiß, was das ist. Wir fahren RE. Und ich so, ja, und wo ist das Problem? Ja, da gibt's keine Abteilung, man kann nicht reservieren. Ich so, ja, und wo ist das Problem? Ja, kannst du denn damit fahren? Ich weiß nicht, ob du dir ein Ticket leisten kannst, deswegen wollte ich nachfragen. Weil die so viel Geld ausgegeben haben für euch. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr mir ein Ticket gebt. Kennt ihr Leute, die Düsseldorf für den Pott halten? Aurel Merz hat gesagt, Düsseldorf ist Pott. Was ist mit Düsseldorf los? Die Stadt, ne? Die haben da so Autoreifen direkt irgendwo überall in der Stadt. Und in den Autoreifen sind Palmen. Riesige Palmen. Das ist das Pott-Dubai, wie ich es nenne. Aber Ruhrpott ist ja nicht Düsseldorf, ist ja Rheinland. Also Aurel Merz, fuck, cancel, kill. Richtig. Alles drei auf einmal hintereinander weg. Ihr entscheidet die Reihenfolge. Fakt. So, okay. Du bist ein noch größeres Schwein als ich dachte. Richtig perverse Sau. Ich bin einfach kreativ. So. Du bist halt kreativ. Was trinkt ihr da eigentlich? Spaßgetränke. Runde 5, die Finalrunde, also anstrengend. Klaas Häufer Umlauf. Nicht lang arbeiten. Warum muss der Kamera? Warum lachst du? Das ist doch wirklich, du musst die Kamera halten. Löst weiter. Das, was macht der für Bilder? Finale! Den hast du auch mit eingekauft. Schau dir ganz genau an. Das. Zieh dir an. Ja. So, Klaas Häufer Umlauf. Olaf Scholz, Bernd das Brot. Fuck, cancel, kill. Also, wir haben es eben hinter der Kulissen schon besprochen. Du willst das nicht aussprechen? Nee. Nein. Also der Vorteil daran, Klaas zu canceln, wäre natürlich, dass da mehr Raum für mich ist. Ja. Ach so. Okay, gut. Ich hätte mit ihm geschlafen. Gut. Alleine schon für die Fanfiction. Der nächste Moment zwischen euch beiden, körperlich? Wir haben uns schon mal geküsst auf Zunge. Auch auf Zunge, auch French Kiss? Mhm. Ja. So ganz leicht. Also so, das sollte ein normaler Kuss werden, so einfach nur so. Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen... Habt ihr euch eine Erdbeere geteilt? Ich habe so ein bisschen Tension da reingebracht. Ich dachte mal gucken, was geht. So eine erotische Gänsehaut gekriegt am Hals? Und dann so. Ja, beide. Ja. Okay. Und dann sind wir unabhängig voneinander in Sommerurlaub gefahren. Aber ich glaube, Bernd das Brot, mit dem kann man keinen Sex haben, der hat keinen Unterkörper. Doch, klar hat er Unterkörper. Ja? Ich weiß nicht, ob er Geschlechtsteile hat. Der ist ein Brot. Ich glaube, ich würde gerne mit Olaf Scholz schlafen. Ich merke, dass mich das so beklemmt, über diesen wir schlafen mit Klaas-Witz. Ich habe das Gefühl, ihr habt da so eine viel größere Entspannung, aber ich bin so ganz so... Aber... ich möchte nicht auf Twitter landen. Aber genauso denke ich gerade. Ich glaube, für euch ist die bessere Schlagzeile, wenn wir sagen, ich möchte mit Olaf Scholz schlafen. Ja. Ich würde... Wir sagen jetzt, Joko und ich... Wie du direkt so anschmiegst. Joko und ich Vorspiel. Würden lieber mit Olaf Scholz als mit Klaas Häufer Umlauf schlafen. Ja. Okay, ja. Okay. Wo seid ihr, DPA? So, und wer wird gecancelt? Bernd das Brot ist dumm. Bernd das Brot? War auch schon bei uns Gast hier im Studio. Wirklich? Ja, klar. Legende. Grimme-Preisträger. Total nett, sehr lustig. Im Gegensatz zu... Das heißt, Klaas wird getötet? Nein, das geht nicht. Klaas ist so nett. Können wir nicht zweimal ficken? Ja, gerne. Können wir nicht einen Vierer mit Olaf und Klaas? Die Frage ist jetzt erst immer Olaf Scholz. Ja. Okay. Ja, weil Klaas und Olaf Scholz kennen sich auch gut vielleicht. Ja. Wie ist das? Geht da nochmal so eine neue Welt auf für mich sexuell? Ja, finde ich gut. Es wird ein schwerer Rotwein aufgemacht und dann sozialdemokratisches Gangbang. Gehirn von Nebel. Sozialdemokratischer Gangbang. Das war Fuck, Cancel, Kill mit Sophie und Joko.
Freunde, habt ihr irgendwelche Menschen draußen oder auch vielleicht Fabelwesen, die wir hier mal in dieses Spiel einbauen sollen und müssen? Zelda oder so. Genau, oder wen gibt's da noch? Naruto oder Ruffy von One Piece. Son Goku. Schreibt's rein. Oben, wieso Pandas zu süß zum Aussterben sind von Chris Müller. Ist ein Funkkanal. Und unten gibt's Top nie wieder mit Bowser. Bleibt so, wie ihr seid, denn so seid ihr richtig. Ciao aus dem Headquarter. Genki Dama. Ah.